Message from General Pepper. Priority one. We need your help, Starfox. Androth has declared war. He's invaded the Lylat system and is trying to take over Corneria. Our army alone can't do the job. Hurry, Starfox. Ich begrüße euch zu Let's Test Lylat Wars, beziehungsweise Star Fox 64, das ist der Originaltitel und der wirklich zutreffender ist, denn auch das Remake für den Nintendo 3DS nennt sich Star Fox 64 3D. Ja, wir hatten schon im Games Test Star Fox, beziehungsweise Starwing und auch das unveröffentlichte Star Fox 2. Aber ja, die Technik des Super Nintendo war ziemlich eingeschränkt, ihr habt's gesehen und... Ja, das ist so ziemlich der Titel, mit dem man am meisten mit Star Fox verbinden kann, wie ich finde. Also das, was wir hier sehen, das ist ein Star Fox-Spiel. Und sowas in der Art erwarte ich auch für die Wii U. Corneria, fourth planet of the Lylat system. The evil Andross turned this once thriving system into a wasteland of near extinction. General Pepper of the Cornerian Army was successful in exiling this maniacal scientist to the barren, deserted planet, Venom. 5 years later, General Pepper noticed strange activity coming from Venom. James McCloud, Pygma Dengar, and Pepe Hare of the Star Fox team were sent to investigate. Upon their arrival, Pygma betrayed the team, and James and Pepe were captured by Andross. Pepe barely escaped Venom, and returned home to tell James' son, Fox, about his father's fate. A few years have passed. Andross has again invaded the Lylat system. General Pepper has turned to a new Star Fox team, headed by Fox McCloud, to save Corneria and free the Lylat system once again. Andross, die Sau. Und Pygma. Der Verräter. Okay, so war das ganz genau. Das Spielprinzip ähnelt Star Fox 1 eher als dem unveröffentlichten Star Fox 2, wo wir uns jetzt hier mehr oder weniger die Route auswählen können. It's about time you showed up, Fox. You're the only hope for our world. I'll do my best. Andross won't have his way with me. Gut, natürlich wirkt's für heutige Verhältnisse, ich würde fast sagen, ein bisschen lächerlich, aber im Vergleich zu den Super Nintendo-Spielen kommt schon. Nee, es ist ein Klassiker und den sollte man zumindest mal gesehen haben. Open the wing. Das ist unsere Crew! Also, auf was warten wir noch? Check your G-Diffuser system. Falco here. I'm fine. This is Pepe. All systems go. Flippy here. I'm okay. I see him up ahead. Let's rock and roll! Ja, Star Fox 64 bzw. Lylat Wars, ein frühes Nintendo 64-Spiel.
Zwar nicht zum Release, aber dann doch relativ, ich sag mal, eines der ersten Vorschau-Titel nach Release. So kann man das ausdrücken. Und ihr seht schon, das läuft so viel flüssiger, so viel schöner als auf dem Super Nintendo. Man kann alles flüssig erkennen und, ja doch, es macht Spaß, es macht Spaß. Also, das Remake für 3DS werde ich im Let's Test wohl nicht zeigen, weil es einfach nur ein Remake ist. Oh, und was man auch machen kann, die Gegner wirklich, nicht nur die Gegner, die eigenen Partner abschießen. Und das sollte man nicht, da muss man ein bisschen aufpassen, wer Freund ist und wer Feind. Und da kann man sich wirklich selbst in eigene Knie schießen damit. Autsch. Und das ist Koneria, das unter Beschuss steht. Eigentlich sogar dieselbe Story wie in Star Fox 2, aber das ist natürlich völlig legitim, denn Star Fox 2 ist ja niemals irgendwo erschienen. Man kämpft um die Heimat, den Planeten. Wow, wow, wow. Alter. Koneria. Versteckte goldene Ringe gibt's auch. Ihr seht's oben links. 3 Stück. Bremse mit C unten, okay. Da kann ich abräumen. Ist natürlich auch viel komplexer und ich glaube, es wird auch im Laufe des Spiels noch ziemlich schwierig. Kann das sein? Was? Checkpoint. Sehr gut. Kann auch speeden. Ne, das ist die Perspektive. Kann man auch, wenn es einem lieber ist. So. Falco lenkt die ab und ich muss die bestenfalls abschießen, die ihn verfolgen. Aber eben niemals Falco selbst treffen, das wäre mies. Ja. Na komm. Das ist der Boost mit. Ja, ich habe selbst ein bisschen zu kämpfen, ehrlich gesagt. Jetzt ist wegen mir Falco ausgeschieden, das war nicht in meinem Sinne. Do a Barrel Roll! Sehr gut. Ja, auch so ein kleines YouTube-Meme oder ein Running Gag. Do a Barrel Roll! Gerne. Ganz kurz gucken, wie man nochmal Gas gibt. Ah, so mit C rechts. Okay. Ja, und so gesehen besteht Star Fox 64 wie auch die Originale und die originale Star Fox-Serie, muss man sagen. Aus mehr oder weniger stupidem Geballere. Das gefällt nicht jedem. Deswegen ist ja Star Fox Adventures mein Lieblings-Star Fox-Spiel. Also die Charaktere und die Story und so finde ich richtig toll. Aber das Gameplay an sich ist nicht meins. Ist nicht meins. Feindlicher Roboter. Vielleicht geht's wieder an den Kragen, was? Ist jetzt blöd, dass Falco fehlt. Und ich glaube, der fehlt auch nach dem Level noch. Wird übel. Bomb drauf. Können wir uns recht frei bewegen. So, mit L und R. Auch noch ein bisschen. Hier die ganze Reihe. Ah, wir haben ihm mit der Bombe unter anderem schon sehr viel Schaden zugefügt. Und Andros wird in diesem Abenteuer eine neue Gestalt annehmen, anders als man ihn kennt bisher. Auf dem Super Nintendo war ja so ein Polygon, so eine Polygonfratze, wie er auch als Helfer Trophäe in Smash Bros. Aufkreuzt. Da will ich noch nicht spoilern, aber kommt schon, viele kennen Andros auch vom Ende von Star Fox Adventures. Das wäre übrigens das nächste Spiel auf meiner Liste. Tja, muss ich mir selbst Gedanken machen, ob ich es Let's Playen will oder nicht. Da merkt man auch, wie die Story reingebracht wird. Rob ist ja neu im Team, beziehungsweise der ist gehört zum Inventar so gesehen. Schade, dass Falco schon weg ist, weil der fehlt jetzt auch wirklich. Peppy und Sleepy haben ein bisschen Energie zurückbekommen, aber eben nur ein bisschen. Erwähnen es gerne nochmal später in Star Fox Assault, Star Fox Command. Ja, da ist Peppy zu alt und Crystal gehört ja dann zum Team auch mehr oder weniger. Die Route, ja. Habe ich die genommen oder muss man die so oder so gehen?
Impressive, Star Fox. Now watch out for enemies in the asteroid field. I won't let you down, sir. Good luck. Ist auch schön und beruhigend zu wissen, dass ja, der Erwing von Falco einfach nur repariert wird. Alles in bester Ordnung. Da, 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 da. Ja, also eigentlich wirklich in Super Smash Bros. 64 einfach nur importiert, der Soundtrack. Quit dinking around, Flip. We're heading into the asteroid. So, das ist jetzt eigentlich wie in Star Fox für Super Nintendo. Tada, nämlich so. Muss man aber nicht. Deswegen wechsle ich wieder. Ist mir so lieber. Ah, die Soundtracks sind aber legendär. Die kennt man. Selbst wenn man nicht der allergrößte Fanatiker ist. Man muss hier auf sich selbst aufpassen. Ja, und blind schießen ist ja halt auch nicht das beste Rezept. Wenn man seine Partner abknallt, hat man nichts davon. So, wir haben jetzt mehr Energie. It's quiet. Too quiet. Hm. Be careful, it's a trap. Nein! Use bombs wisely. Ich hab keine mehr, kann das? Ich hab keine Bomben mehr. Ärgerlich. Bin damit schon recht spendabel umgesprungen. Ja, ja, hier schon wieder so eine böse Schlange. Also schon wieder im Sinne von Star Fox 2, haben wir sowas schon gesehen. Auch gut denkbar, dass hier Ideen wiederverwendet wurden. Unten und hier links. Unten und hier links. Naja, habe ich jetzt leider die Steuerung ein bisschen verpeilt. Tut mir leid. Bestimmt. Ah, ja, stimmt. Ich wusste auch nicht, dass es jetzt noch so eng wird. Ach, warte mal. Ich habe die Steuerung ja für Donkey Kong 64 ein bisschen umgefriemelt. Yay. So, ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Ist ja nicht mein Lab-Auftrag. Da haben wir eine Bombe. Ist, glaube ich, auch wirklich nur eine. Aber die könnte ich einsetzen hierfür. Ich bremse mal. Dann kriegt ihr auf die Arme. Oh, voll daneben! Tja, irgendwo ins Universum geschossen, das Ganze. Eins wäre noch wichtig zu erklären. Das Lylat System ist... Ups, das war... Tut mir leid, Peppy. Das Lylat System ist ein Sonnensystem. Nicht irgendwie, keine Ahnung, Universum. Ich habe das irgendwie mal so verstanden gehabt. Ja, wenn man sich so fragt, eine Galaxie, gibt es ja viel im Universum. Wo ist Universum? Ja, im Lylat System. Aber nein, es ist ein Sonnensystem. So, jeden Tag eine gute Tat. Ich habe Peppy hier aus der Bredouille geholfen. Bam, bam, bam. The enemy is coming from behind. So. Also ich muss aber generell sagen, auch wenn ich natürlich sehe, dass ein wunderbares Spiel ist und so viel besser als die Super Nintendo Games, es ist einfach nicht mein Genre. Jetzt oder ja. Oh, um hier durchzukommen. Ich glaube zwar nicht, aber du Barrel Roll, ich mach's einfach. Ich tippe auch mal, diesen Satz mit Peppy noch ein paar Mal bringen. Deswegen ist er ja so bekannt und berühmt. Hey, du bist eine Biene. Eine Weltallbiene. Ja, ist nicht mein Genre. Man wird sehen, wie das Ganze für View aussehen wird, weil... Ja, das ist an für sich... Das, was man entwickeln wird. Aber ich glaube, da wird sich Miyamoto noch einiges einfallen lassen. Kann nun gespannt sein. Autsch, autsch, autsch. Da ein silberner Ring, was bringt der? Ein bisschen Energie. Schön. Wunderschön.
Und wie gesagt... Hey, ist aufladen. Ja, das sagt er mir jetzt? You can also lock on the enemies this way. Du kannst auch Gegner erfassen. Das ist eine gute Sache. Was machen die denn da Schönes? Ich denke, Miyamoto, der hat sich ja auch verantwortlich gezeichnet dafür, dass Star Fox Adventures ja mit Star Fox war, weil es war ja ein Spiel von Rare namens Dinosaur Planet und man hat das Spiel eigentlich komplett auf den Kopf gestellt, um Star Fox einzubauen und das hat sowohl Unmut bei Dinosaur Planet, sag ich mal, gebracht, als auch bei Star Fox Fans, die kein klassisches Star Fox hatten auf dem GameCube. Die gelegentlichen Elemente darin waren allerdings cool. Ja, und die nachfolgenden Games werden wir uns noch anschauen. Mal sehen, wann die im Games-Test drankommen. Also jetzt zählt nicht mehr jeder vierte Games-Test ist ein... Oh, was ist das denn? Jetzt zählt es nicht mehr, dass jeder vierte Games-Test ein Star Fox Games-Test ist. Okay. Mal sehen, ob ich den Daumen kriege. Mal gucken. Wo hat er denn seine Schwachstellen? Ich hätte ja gesagt, da, aber... Ah! Das ist natürlich doof. Also ich füge den, absorbiert das, aber wo soll ich ihn attackieren? Nur hier in der Mitte? Okay, anscheinend. Das ist der Punkt. Ah, wir dürfen auch nicht daneben treffen. Verstehe. Ich lade seine Energie damit wieder auf, ne? Mit dem, was ich tue. Tricky! Nein, Prince Tricky ist ein anderes Game. Wow. Kommt das Gegner jetzt volle Möhre drauf, donnern? Nein. Autsch. Oh, wir sind so gut wie weg vom Fenster. Aufpassen. Vielleicht kriege ich ihn ja noch down. Ein Happy End wäre schon sehr geil. Denkst du dir? Viel mehr darf ich auch wirklich nicht einstecken. Und? Sehr gut. Oh, es geht noch weiter und da hat er mich. Warum sagt er, dass er geschlagen ist? Ich dachte, wir sind geschlagen. Mysteriös. Ah. Dabei hätte ich ihn fast gekriegt, wie jetzt die Leiste runtergegangen ist. Naja, ich passe an der Stelle. Der arme Falco. Naja, Daumen hoch fürs Video, wäre geil. Und wir sehen uns wieder. Tja, wer weiß mit was. Also bis dann und ciao.